Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von Air Games und wir spielen weiter Hogwarts Legacy. Und der erste Schultag ist zu Ende gegangen. Es fängt jetzt ein neuer Schultag an. Und Professor Weasley möchte mit uns sprechen. So, wir sind hier auf dem Hof von Hogwarts. Und Level 4 erreicht. Sehr gut. So. Dann geht's hier weiter. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Aber nein, Professor. Aha, als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg, wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Alright. So, dann gucken wir nochmal in unseren Auftrag. Professor Ronans Aufgabe. Melde dich bei Professor Ronan. Okay, Reparo kriegen wir dann. Aufgaben. Okay, spring Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die von Hogwarts Professoren gegeben werden. Und die dich mit Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist die Wiederherstellungszauber Riparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und ihren Fortschritt im Auftragsmenü im Handbuch einsehen. Okay. Rebellion.
das werden wir gleich machen. Ich schaue noch mal. Okay. Ist nichts mehr. So, der Professor wartet hier im Hof. Ah, da sind Sie. Jawohl. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Hm, klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Okay, so, dann haben wir hier unsere Hausaufgaben. Ein bisschen Blätter sammeln. Sammeln das fliegende Blatt in der Nähe. Okay. So, da ist ein Blatt. Das soll jetzt nicht so das riesengroße Problem werden. Guck mal. Ach, hier. So, das war noch nicht die Aufgabe. So, dazu müssen wir jetzt hier rein. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ja, mit Sicherheit ist hier eins. Wenn mir eine freundliche Seele hilft. Ja, dir kann ich gleich helfen, meine Liebe. Ich muss aber hier ein Blatt suchen. Da ist ein Blatt. Ach, hier. Großartig. Und die Truhe nehmen wir natürlich auch nochmal mit. So, diese Truhen, die haben ein Auge. Diese können wir nur öffnen, wenn wir den Unsichtbarkeitszauber oder Trank haben. Dann wird es erst funktionieren. Das heißt, die sind erstmal nicht relevant. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Reparo. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellt sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat es eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. So. Wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Jetzt muss ich tatsächlich mal ein bisschen schauen. Aufträge. Okay, jetzt könnten wir nach Hogsmeade gehen. Das lassen wir dann aber erstmal. Denn ich würde gerne noch mal ein paar Nebenaufgaben machen. Eine Nebenaufgabe haben wir dann hier oben bei den... bei dem Mädel. So, hier haben wir auf jeden Fall noch eine... Rebellion. Oh, na gut. Du hast deine Nachtgewänder an. Ich gehe dann mal. Was? Was habe ich an? Oh. Oh. Ich laufe hier ein bisschen nackig durch die Gegend gerade. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zieh dich mal an, Junge. Gut, vielen Dank für den Hinweis.
So, jetzt muss ich mal gucken, wo das Mädel war. Das war, glaube ich, hier. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Tut mir leid, dass die anderen nicht netter waren. Das ist nett. Es gibt hier wohl doch ein paar freundliche Menschen. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Okay, so, dann Koboldsteine. 6 Stück müssen wir finden. Hört sich nach einer ziemlich spaßigen Aufgabe. So, ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ich glaube, hier oben war einer. Wo? Nein. Revelio. So, ach, da oben, ja, tatsächlich. Ach, hier. Zumindest mal war ich gar nicht mehr so mega verkehrt. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Ja, hier müsste einer sein. Revelio. Okay, weiter nach oben. Hier oben irgendwo. Okay. Oh mein Gott. Hier ist auf jeden Fall irgendeine Flamme. So, habe ich die jetzt verpasst oder was? Moment. Okay, ich stehe genau da drauf eigentlich. Jetzt muss sie ja irgendwo vielleicht da ganz oben sein. Okay. Dann gehen wir. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Revelio. So, wo soll der Stein denn sein? Du bist bereit an deinem Ziel. Ach, hier. Gut. So, jetzt müssen wir wieder herunter. Was haben Sie jetzt vor? Ja. Das Zeug suchen. Revelio. Da ist einer. Ach, hier. Okay.
Okay, jetzt wieder zurück. Weiß gar nicht, ob ich da gehen soll oder hier runter. Oh mein Gott. Ich würde einfach mal sagen, hier hin. Cool. Sehr cool. Oh, das ist auch eine Hängebrücke. Lass uns doch mal hier hingehen. Revelio. Okay, hier ist eine Truhe. Wand. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Revelio. Vielleicht hier oben auch noch. Noch ein bisschen weiter nach oben. Noch ein bisschen weiter. Nö. Okay, hier lang. Oh mein Gott. Revelio. So, die hier haben wir auf jeden Fall eine Flamme. Akio. Levioso. Aber hier muss doch irgendwo eine sein. Oh, die sacken jetzt hier unten irgendwo. Okay, ich habe tatsächlich jetzt gerade überhaupt keine Ahnung mehr. Revelio. Ach, das ist ja schon wieder dieses komische Rätsel hier. Ja, ich weiß tatsächlich immer noch nicht, was hier eigentlich Sache ist. So, ich suche immer noch diesen Stein. Revelio. Jetzt schon so hoch. Er sagt mir immer noch nach oben. Sein, dass ich hier irgendwie ein bisschen verkehrt bin. Revelio.
vielleicht müssen wir ja hier entlang gehen. Warte, warte. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, tatsächlich, das war hier oben. Das lag auf irgendeinem Schrank. Da ist es ja. Ach, hier. Gut, den hätten wir mal. Wie war es wohl vor 1714 in Hogsmeade? Hogwarts, Auszeichnung. Ich könnte all meine Galionen. Wieder mal auf Abenteuertour? Okay, jetzt müssen wir hier runter. Lauf, Forrest, lauf! So, das würde mich immer interessieren, wie diese Dinger funktionieren. Das ist ja wirklich... So, hier ist 15. Hier ist so ein... Das ist da. Das ist da. Okay. Eidechse. Das war mit ein Fragezeichen. Das kommt ja gar nicht hin. Also, okay, ich weiß nicht. Ich muss das tatsächlich nochmal nachforschen, wie das funktioniert, weil es nervt mich auch ein bisschen, dass ich dieses Rätsel gerade noch nicht verstehe. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich muss nur den zeitlichen Rahmen hier jetzt nicht sprengen. Und euch mit meinen... Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, das soll es. Okay, hier bin ich aber tatsächlich mal wieder weg. Das heißt, es muss hier irgendwo... Revelio. Da ist einer. So. So, jetzt fehlt uns nur noch einer. Oh, das wäre jetzt... Echt? Nach oben? Really? Er meint wirklich nach oben. Okay, und dann müssen wir hier durchgehen. Gut, dass ich schon mal hier gewesen bin. Gut, dass ich hier schon mal gewesen bin. So. Ernsthaft, Freunde? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, aber Zenobias Koboldstein. Okay. Ich sollte zu ihr gehen. Gut. Dann wollen wir wieder zurück zu ihr. Sie muss sagen. Guck mal, da ist eine Flamme direkt neben ihr. Und ja, ich habe sie tatsächlich nicht gesehen. So, in der nächsten Episode geht es dann nach Hogsmeade. So, war die Gute denn jetzt? Die ist...
Gott, das ruckelt hier aber jetzt echt ordentlich. Kann ich sie mal bitte kurz markieren? Jetzt bin ich gerade ein bisschen hier durcheinander. Da war was. Revelio. Okay, also da muss sie da stehen. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen... Hallo, Zenobia. Na klar. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Nein, ich werde sie behalten. Das wird dir eine Lehre sein, herumzustänkern. Was? Du willst meine wertvolle Sammlung behalten? Das war nur Spaß. Natürlich kannst du sie haben. Oh, Merlin sei Dank. Du hast mich ganz schön erschreckt. Obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. So, bevor wir nach Hogsmeade gehen, dann würde ich mir gerne nochmal den Duellierclub anschauen. So, Hogsmeade, gekreuzte Stäbe. So, wir schauen mal auf der Karte, wo das genau ist. So, haben wir denn hier eine Möglichkeit, schon mal uns dahin zu beamen? Okay, nicht so mega wirklich. Wir können tatsächlich von hier aus vielleicht. Vielleicht ist das ein bisschen. Zumindest mal eine kleine Abkürzung. Wir gucken mal. So. Also. Revelio. Ich meine, hier ist irgendwie immer irgendwo was. So, das wird auf jeden Fall hier eine spannende Aufgabe werden. Da freue ich mich schon drauf. Muss ich denn hier entlang gehen? Revelio. Tatsächlich nicht. Aber wir müssen hier runter. Ich glaube, der Weg. Okay, jetzt sind wir. So, nehmen wir mal mit. Ach hier. Okay. Revelio. Lumos. Das bringt jetzt irgendwas, muss man da machen. Aber. So, wow, das sieht so mega aus. Das sieht wirklich so mega aus hier. Oh mein Gott. Okay, es ruckelt aber auch schon gut. Schön, dass du da bist. Also die Performance ist tatsächlich bei dem Game jetzt nicht so die allerbeste. So, ihr wollt kämpfen, kein Problem. Kann ich dir helfen? Ja. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben.
Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, ich trete an. Fantastisch! Möge das Feuerwerk beginnen! Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Naja, wir schauen mal. Wir gucken mal. Oh. Constringo! Protego! Levioso! Das wird zwar alles. Protego! Levioso! Descendo! Constringo! Stufo! Levioso! Yes, schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Sehr gut. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Okay, sehr cool. So, schauen wir mal, ob hier was ist. Oh, dafür. Eine Krabbenmaske. Die sieht bestimmt richtig schlecht aus. Okay. Hallo, kann ich hier durch? Freunde, lasst mich durch. Da ist bestimmt ein anderes Haus. Kann ich mir vorstellen. So, hier haben wir auch noch was. Okay, das kriegen wir noch nicht geknackt. So, dann würde ich sagen, Freunde, ja. Na, Moment, bevor wir da hingehen, nehmen wir nochmal die Truhe mit hier. Ein Mega Power Trunk. Mega Power Trunk. So, und haben wir hier noch was? Revelio. Hier ist auch nichts mehr. Okay, Freunde. Achso, warte. Der will auch nochmal was. Wenn du wieder einen Partner für die gekreuzten Stäbe brauchst, frag mich gern. Okay. Mach ich doch gerne. So, ich danke euch fürs Zuschauen. In der nächsten Episode geht's nach Hogsmeade und dann gehen wir ein bisschen shoppen. Wir schauen uns mal die Außenareale an von Hogwarts und ja, ich freue mich schon drauf. Das wird bestimmt richtig gut, denn die Grafik sah schon hier zumindest mal aus diesem Bereich schon mega aus. Also das heißt, uns erwartet auf jeden Fall was mega, 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 mega cooles. Also ich bin sehr gespannt. So, danke fürs Zuschauen, hinterlasst gerne ein Abo, Abos brauche ich natürlich sehr viele, sehr viele, sehr viele. Und ja, wir gucken mal, wie sich dieser Kanal hier entwickeln wird. Und ja, gerne einen Daumen nach oben, einmal Kommentare setzen und was auch immer ihr wollt, werde ich versuchen zu beantworten. Falls ihr noch Fragen zur Technik habt oder wenn ihr noch welche anderen Videos wünscht von der Technik her, sagt gerne Bescheid. Ansonsten haut rein. Ich wünsche euch was. Ich bin raus. Ciao.